Hallo, ich bin der Ralf von Jodeland. Ich habe hier ein schönes Paket, auf das wir lange sehnsüchtig gewartet haben. Und zwar da ist der Loki 2 drin. Der Loki kennt ihr, das ist der Zeltofen von Petrovax. Und der war jetzt ziemlich lange vergriffen. Also der Prototyp für den hier, also das Nachfolgemodell, das war jetzt schon seit Gott im Himmel, seit Herbst letzten Jahres angekündigt, aber er kam einfach nicht bei. Ich hatte damals dann auch so die ersten Entwürfe gesehen. Jetzt bin ich gespannt, was hier in diesem Serienmodell drin ist. Ja, und hier sehen wir auch schon gleich die erste grundsätzliche Neuerung. Von hinten hat der Loki eine Ascheschale, die man rausziehen kann, nach hinten dann, um ihn besser reinigen zu können. Und vorne das habt ihr auch schon gleich als erstes gesehen, ich habe hier ein Sichtfenster drin in der Tür. Ansonsten sieht auf den ersten Blick erstmal relativ gleich aus. Drehen wir mal um. Die Füße. Da gibt es auch noch eine super Neuerung, weil die kann ich jetzt wohl einfach aufklappen und muss keine Splinte mehr reinschieben. Ja, und das ist das, was mir auf Anhieb eigentlich schon mal am besten gefällt, ist tatsächlich hier die zwei Knöpfe zusammendrücken. Und aufklappe. Und hier auch zusammendrücke, aushage, aufklappe, einraste. Damit fällt dieses ganze Gefummel mit der Stifte weg und zugegeben, da habe ich auch schon mal den einen oder anderen dann auch verloren gehabt. Aber so, wunderbar. Das zweite, was mir super gut gefällt, ist die Scheibe hier. Damit sehe ich dann das Feuer und ihr glaubt gar nicht, was es ausmacht, wenn ich in einem Zelt tatsächlich noch so kleine Scheibe im Ofen habe und ich einfach so ein bisschen die Flamme sehe. Das bringt unheimlich viel an Ambiente, es bringt ein kleines bisschen Licht ins Zelt rein und es ist einfach schön. Also ein Zelt, ein Ofen und der Blick ins Feuer, was will man mehr? Ja, ich denke, der Loki ist in der Tat ein gelungener Ofen. Also auch jetzt mit dieser Neuerung der Sichtscheibe vor allen Dingen und der Ascheschale, die muss ihre Funktion noch beweisen, aber es gibt sie, von daher schauen wir, was sie uns nutzt. Als Zubehör gibt es auch noch einen Ascherost, den ich einfügen kann. Da bin ich immer so ein bisschen geteilter Meinung, bei den kleinen Öfen bin ich nicht zwingend der Meinung, dass ich einen Ascherost brauche. Das hängt so ein bisschen vom Zugverhalten ab, vom Holz und vom Wetter und wie der Rauch hier raussteigt. Brauche ich einen Ascherost, brauche ich keiner. Ich feuere diese ganze Zeltöfe erstmal immer ohne Ascherost an, weil ich die Erfahrung auch bei größeren Öfen davon habe, dass ein Feuer immer noch am besten in seinem eigenen Aschebett brennt. Zumindest ist es am energieeffizientesten. Werden wir ausprobieren hier. Aber auch beim alten Loki fand ich, war kein Ascherost nötig, weil der Zug einfach gut genug hinten rausgezogen hat. Ja, mein Fazit ist, er gefällt mir. Vor allen Dingen die Füße, dass dieses ewige Gefrickel mit den Stiften weg ist und ich einfach nur aufklappen muss. Er gefällt mir wegen der Scheibe hier vorne und weil der Loki einfach ein schöner Ofen ist und ihr seht es, er steht einfach.
mit seinen drei Beinen, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn, mit seinen drei Beinen steht er tatsächlich auf jedem Untergrund ziemlich sicher. Die sind jetzt, wenn ich in eine Hütte reinmontiere will, natürlich irgendwo so ein bisschen im Weg, die Füße. Aber gerade fürs Zelt, wo ich mal auf einem unebenen Boden stehe, da ist einfach ein Dreibein, ist halt einfach Gold wert. Von daher werde ich mir jetzt überlegen, was wir als nächstes auf diesem Loki kochen wäre. Und vielleicht gibt es dazu dann auch nochmal ein Video. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, euer Ralf von Jotterland.